Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin heute in Hintersee, aber nicht Ramsau-Hintersee in Berchtesgaden, sondern Hintersee in Salzburg, im Salzburger Land. Und das Ziel ist heute, einmal der Regenspitz rauf zu gehen. Ich bin da auf einem riesengroßen Parkplatz, es ist der 1. Mai und man sieht, die Leute drängt es wieder so richtig aus in die Natur. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Tour. Schauen wir mal, wie weit das ich komme. Ob das Wetter hält, wenn es hält, nachher geht es auf dem Regenspitz auf. Eine richtig beliebte Tour da bei uns in der Gegend. Viel Spaß, kommt's mit. Ja, da ist das Ziel eh schon angeschrieben. Regenspitz über Feuchtensteinalm. Am Anfang bleibt man da immer an der Forststraße. Es ist eh alles angeschrieben, vorher war einmal eine Abzweigung gewesen. Und unser erstes Ziel ist jetzt einfach einmal die Feuchtensteinalm. Die müsste da oben irgendwo sein. Ja, nach ungefähr 2 Kilometer trennt sich jetzt der Weg. Und ich biege einmal links ab Richtung Feuchtensteinalm. Jetzt geht es dann gleich ein bisschen mehr in die Natur rein. Ja, da vorne auf dem Muggel ist jetzt der Feuchtenstein, der drunter über Hintersee. Ich werde jetzt dann einfach direkt Richtung Regenspitz weitergehen. Da vorne, das ist der Regenspitz, da geht es jetzt dann hin. Wir sind da jetzt bei der Feuchtensteinalm. Die liegt echt wunderschön, also ein Traum auf das Panorama. In die ganze Osterhorngruppen. Da oben Königsberghorn und der Graz um hier Scheckführe. Und da vorne, das ist dann eben Regenspitz in der Mitte. Das Gruberhorn, glaube ich, und links das Gennerhorn. Ja, also bis da rauf ist das wirklich eine richtige gemütliche Wanderung. Du bist die ganze Zeit auf der Forststraße unterwegs, bis zur Alm und nachher geht es in so ein schönes freies Almgelände rein. Und es ist gar nicht weit. Da vorne ist schon der Regenspitz. Ja, weit ist es nicht mehr bis zum Gipfel auf. Wenn man da jetzt noch ein Schneeviertel geht, aber trotzdem mit den Schuhen.
Ja, das ist jetzt das Gipfelschneefeld von oben. Da vorne ist die Alm und ganz vorne, da komme ich her und nehme weit auf den Gipfel. Okay, also jetzt wird klar, warum das ein schwarzer Steig ist. Ja, ihr habt es gerade gesehen, wie viel da am Gipfel los war. Und darum habe ich da jetzt eigentlich auch keine gescheite Gipfelaufnahme gemacht. Aber dafür zeige ich euch was anderes. Und zwar die Überschreitung zum Gruberhorn um mich. Und da kann man nachher eigentlich sogar eine Rundtour machen. Ich werde mal schauen, wenn es mir möglich ist, dann mache ich eine Runde. Entweder über das Scannerhorn drüber oder um das Scannerhorn herum. Nachher wieder zum Parkplatz Lämmerbach, glaube ich, heißt der Retour. Und dann muss ich noch ein kleines Stück Retour zu meinem Ausgangsparkplatz. Man sieht es auch, der Weg ist markiert. Also der Verbindungsgrad zum Gruberhorn um mich ist richtig cool. Man sieht da gut in den Kessel runter, der eben da vom Regenspitz, Gennerhorn und Gruberhorn existiert. Und auch sehr imposant die Nordflanke vom Gennerhorn. Die ist da direkt vor uns und das ist schon ein Thema, das ich einmal angehen will mit Ski. Da hinten sieht man jetzt den Regenspitz, von da komme ich her. Da ganz hinten die Alm, über die ich hergekommen bin. Und vor uns ist ja schon das Gruberhorn. Ja, einfacher ist der Weg da aufs Gruberhorn Nummer auch nicht. Definitiv schwarz. Ich würde sagen, sogar ein bisschen anspruchsvoller wie auf dem Regenspitz rauf. Aber nichts Tragisches. Wir sind da in einem schönen, gestuften Einzelgelände. Ganz kurz. Und imposanter Tiefblick, schaut einmal. Das ist da die kurze Stelle. Thank you.
Ja, das war also jetzt das Gruberhorn. Es ist wunderschön. Und ich mache jetzt eine kleine Gruberhorn-Überschreitung oder bin gerade dabei. Und da geht es jetzt in den Sattel runter zum Gennerhorn. Und da sieht man schon ganz gut den Aufstieg aufs Gennerhorn auf. Die Überschreitung Gennerhorn wird voraussichtlich nicht möglich sein, weil ich keine Stecken dabei habe. Und es ist auf der Hinterseite ein Schneeviertel drinnen. Ich werde mir es trotzdem anschauen, ob es geht, wenn es möglich ist für mich. Dann mache ich natürlich die Überschreitung und ansonsten ist der Rückweg wieder gleich runter und da noch an diesen Wanderweg zurück raus zu den Genneralmen und wieder retour. Also es wird eine richtig geile, abwechslungsreiche Tour noch für euch sein. Also der Steig aus Gruberhorn auf ist bei Nässe richtig heikel. Definitiv so die Schlüsselstelle der Tour bis jetzt, würde ich jetzt nicht mehr sagen. Aktuell noch brutal zum Aufpassen. Ja, jetzt sind wir da im Gennersattel, glaube ich, heißt es da. 50 Minuten geht es aufs Gennerhorn auf. Und das machen wir jetzt auch noch. Gruberhorn und da vorne der Regenspitz, da kommen wir her. So, das ist da jetzt das Gennerhorn, 1730 Meter ungefähr. Und da oben geht es zu den Genneralmen. Und dann noch wieder zurück raus. Da vorne sieht man den Wolfgangsee. Da vorne Bergwerkskogel, Rettenkogel, Ringkogel. Und da glaube ich, zeige ich richtig hin, Gamsfeld. Ja, jetzt probieren wir doch die Überschreitung. Zu zweit sind wir mittlerweile. Und dann müssen wir jetzt schauen, wie der Schnee so ist. Das ist da jetzt die Flanken, also im Großen und Ganzen ist das alles so schön schneefrei, aber halt bei Nässe auch voll heikel. Das heißt, gescheit zum Aufpassen. Ja, erstes Schneeviertel hinter uns und da kommen wir jetzt hinunter. So, Einstieg ins Schneeviertel gefunden und doch noch eine Abfahrt für heuer. Gewaltig, vielfach.
Hau da! Oder wie sagst du? Ja, ich hab das auch so empfunden jetzt da, aber das war eigentlich eine gemütliche Variante. Viel entspannter wie eine Regenspitze und Gruberhorn. Ufa! Juhu! Gewaltiges Pulver. Ah. Ja, irgendwann ist jede Skitourensaison zu Ende. Aber es war schön, dass ich heuer auch noch mal eine Skitour in der Osterhorngruppe gegangen bin. Da sieht man jetzt die Gennerhalme. Und da hinten oben das Gennerhorn, von da können wir runter. Jetzt geht's da raus. Ja, da haben wir uns einen richtig schönen Steig nach Lemmerbach runter angelegt. Und ich habe jetzt gerade erfahren, da gibt es einen Moor-Gedenkweg zurück zu meinem Parkplatz. Den zeige ich euch nach unten auch noch. Ja, mittlerweile der Parkplatz Lemmerbach hinter mir. Das ist der Parkplatz, wo man normalerweise aufs Gennerhorn aufgeht, wo man startet. Und ich gehe jetzt dann vorerst noch ein Stück der Straße entlang und nachher geht es auf diesen Wanderweg, wo es zu meinem Parkplatz umgeht, retour. Ja, ihr seht es, da gehst fast bis hinter sie raus und jetzt sind wir beim Waldwasserzauberweg und das ist der Weg, der führt uns zu meinem ursprünglichen Parkplatz wieder retour. Also die Tour kurz zusammengefasst: Überschreitung Regenspitz, Überschreitung Gruberhorn, Überschreitung Gennerhorn. Insgesamt sind dabei doch ca. 18 Kilometer zu absolvieren, Höhenmeter 1250. Kurz vorm Regenspitz wird dann der Steig definitiv schwarz und vom Regenspitz um mir aufs Gruberhorn sowieso auch ein schwarzer Steig. Und Gruberhorn oben in den Sattel zum Gennerhorn ist auch bei Nässe ziemlich heikel. Generell die ganze Tour bei Nässe ziemlich heikel und zum Aufpassen. Die Überschreitung des Gennerhorns ist richtig cool. Bei uns Gott sei Dank noch ein bisschen ein Schneeviertel da, dass ich durch meinen Pulver runter habe können. Aber für jemanden, der sich da eben nicht so sicher fühlt, ist das definitiv eine Gefahr da oben. Man kann sich auch entscheiden, dass man nachher vom Gennerhorn wieder in den Gennersattel zurückgeht und dann unterhalb des Gennerhorns zu den Genneralmen traversiert. Alles in allem einfach eine richtig schöne schwarze Wanderung. Man kann dabei ein bisschen die Trittsicherheit trainieren. Man ist dann doch auch fast einen halben Tag unterwegs. Also das ist was für jemanden, der Kondition trainieren will. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video mit einem Daumen nach oben oder nach unten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, benutzt das Kommentarfeld unten. Und wer in Zukunft nichts mehr verpassen will, auf unserem Kanal, den Kanal jetzt abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Nachher kriegt ihr eine Erinnerung. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und wie immer, da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, pfiat euch.